Wer war Mohammed, der Prophet des Islam? Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen erstanden. Der Apostel Johannes mahnt in seinem ersten Brief vor den falschen Propheten, die sich gegen Jesus Christus erheben und seine Göttlichkeit leugnen. Sein Brief endet mit der Warnung: Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Äußerlich gut getarnt können die Antichristen im Dienste des Friedens der Welt und der Menschen auftreten, Werte des Christentums anerkennen, Gemeinsamkeiten betonen, sodass, sagt Matthäus, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten irregeführt würden. Nur das Herz des christlichen Glaubens, die Göttlichkeit Jesu Christi und sein Erlösungswerk am Kreuz müssen sie verwerfen. Wer also die Göttlichkeit Jesu Christi leugnet, und das tut der Islam, wer das Erlösungswerk Jesu Christi leugnet, und das tut der Islam, ist ein Antichrist. Denn unmissverständlich sagt Johannes in seinem ersten Brief: Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus, der Messias ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Die Muslime haben den Sohn nicht, also haben sie auch den Vater nicht. Seit der Verkündigung des Koran durch den arabischen Heiden Muhammad, um 570 nach Christus geboren und 632 gestorben, haben bekennende Christen, die ihnen heilige Pflicht erfüllt, über das wahre Wesen des antichristlichen Islam aufzuklären, Mohammed als falschen Propheten zu enttarnen, die Göttlichkeit Jesu Christi, sein Erlösungswerk am Kreuz und die Dreieinigkeit Gottes zu verteidigen, den Muslimen das Evangelium zu predigen und dem islamischen Eroberungswillen Widerstand entgegenzusetzen. Hunderttausende Christen sind im Laufe der Geschichte christlich-islamischer Begegnung von Muslimen umgebracht worden, im Namen Allahs, der sich im Koran geoffenbart hat. Und dieser Koran gilt auch heute noch als absolut verbindliches und verpflichtendes Buch Allahs. Auch heute noch ist jeder Muslim dem Wort Allahs zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Und der Koran wird immer bleiben, was er seit seiner Festlegung war. Unverändert, Wort für Wort, Offenbarung Allahs. Nach den Zeugnissen christlicher Bekenner und Theologen aller Jahrhunderte ist der Islam, ich zitiere eine Auswahl, Glaube des Tieres, Bischof Johannes Nikio, 7. Jahrhundert. Vorläufer des Antichristen, Johannes von Damaskus, 8. Jahrhundert. Eine gottlose und frevelhafte Irrlehre, Bischof Abu Kura, 9. Jahrhundert. Abschaum aller Häresien, verabscheuungswürdig, verdammenswert, der größte aller Irrtümer, gottlos und ein tödlicher Virus, eine verderbliche Lehre, deren Hauptabsicht darin besteht, den Glauben an den wahren Gottmenschen Christus, den Schöpfer und Erlöser des Menschengeschlechtes, zu verhindern. Zitat von Petrus Venerabilis, 12. Jahrhundert. Eine heidnische Religion, Bernhard von Clairvaux, 12. Jahrhundert, und Thomas von Aquin, 13. Jahrhundert. Ein falsches, teuflisches Gesetz, das durch Schwert und Gewalt bekannt gemacht wurde, Raimundus Lullus, 13. Jahrhundert. Eine schauderhafte, von Teufeln und einem geistesgestörten Menschen erdachte Erfindung, ein Schrecken, der nur durch die Kraft des Schwertes hochkam und durch die Grausamkeit Mohammeds verbreitet wurde, Wilhelm von Tripolis, 13. Jahrhundert. Eine Irrlehre, die in der Hölle ausgebrütet wurde, die Spanierin Maria von Agreda, 17. Jahrhundert. Aberglaube und Rebellion gegen das Christentum, John Henry Newman, 19. Jahrhundert.
Nach dem Zeugnis christlicher Bekenner und Theologen aller Jahrhunderte ist Mohammed ein Lügenprophet, der von einem Dämon besessen war, Abu Qura. Ein elender, verruchter und gottloser Mensch, der schlimmste Widersacher der heilsamen Lehre Jesu Christi, ein verdammungswürdiger Mensch, der ein verabscheuungswürdiges Leben lebte, alles Zitat, ungebildet, geschäftstüchtig und gewitzt, der durch Intrigen, Raubzüge und Mord die Leute in Schrecken versetzte und die Angst gegen seine Person schürte, ein Satan, der mit dem leibhaftigen Teufel zusammengearbeitet hat, Petrus Venerabilis. Ein falscher Prophet, Wilhelm von Tripolis, ein Feind des Kreuzes und Widersacher Christi, Megalin, der die erste deutsche Übersetzung schuf aus dem Arabischen, 18. Jahrhundert, ein Werkzeug Satans, des Vaters der Lüge und des Fürsten dieser Welt, ein Gotteslästerer und Ehebrecher, der unter dem Deckmantel der Religion Ehren, Macht und Herrschaft erstrebte, Nikolaus von Kues, 15. Jahrhundert, der Fürst dieser Welt, Nikolaus von Kues. Sind diese Urteile über den Islam, über den Koran, über Mohammed gerecht? Mohammed behauptet, von Allah zum Propheten aller Völker berufen zu sein und den Koran durch den Engel Gabriel geoffenbart bekommen zu haben. Schon seine heidnischen Zeitgenossen wiesen diesen Anspruch zurück. Ich zitiere aus dem Koran. Und sie sagen, o du, auf den die Ermahnung herabgekommen sein soll, du bist ja besessen. 15. Sure, Vers 6. Auch die 37. Sure, Kapitel, Vers 36, stellt fest, zitiere, sie sagen, sollen wir denn unsere Götter verlassen wegen eines besessenen Dichters? Und Sure 68, Vers 51 fasst noch einmal zusammen. Und sie sagen, er ist ja ein Besessener. So steht es im Koran festgeschrieben. Jeder Muslim ist fest davon überzeugt, dass der Islam eine Offenbarungsreligion ist. Dass Mohammed den Koran als Wort Allahs über den Engel Gabriel geoffenbart bekommen hat. Jahrelang liegt Mohammed selber unter der Angst, von bösen Geistern verfolgt zu werden, nachdem ihn im Alter von etwa 40 Jahren ein Geist namens Gabriel in einer Höhle des sogenannten Lichtberges in der Nähe von Mekka überfallen hatte. Mohammeds Biograf Ibn Ishaq, gestorben 767, überliefert den Eigenbericht Mohammeds. Ich zitiere. Als ich schlief, so Mohammed, trat der Engel Gabriel zu mir mit einem Tuch wie aus Brokat, worauf etwas geschrieben stand, und sprach, lies. Andere Übersetzung rezitiere. Ich kann nicht lesen, erwiderte ich. Mohammed war Analphabet. Da presste er das Tuch auf mich, sodass ich dachte, es wäre mein Tod. Dann ließ er mich los und sagte wieder, lies. Ich kann nicht lesen, antwortete ich. Und wieder würgte er mich mit dem Tuch, dass ich dachte, ich müsste sterben. Und als er mich freigab, befahl er erneut, lies, und zum dritten Mal antwortete ich, ich kann nicht lesen. Als er mich dann nochmals fast zu Tode würgte und mir wieder zu lesen befahl, fragte ich aus Angst, er könnte es noch einmal tun, was soll ich lesen? Da sprach er, lies im Namen deines Herrn, des Schöpfers, der den Menschen erschuf aus geronnenem Blut, lies, und der Edelmütigste ist dein Herr, er, der das Schreibrohr zu brauchen lehrte, der die Menschen lehrte, was sie nicht wussten. Koran, Sure 96. Ich wiederholte diese Worte. Und als ich geendet hatte, entfernte er sich von mir. Ich aber erwachte, und es war mir, als wären mir diese Worte ins Herz geschrieben. So dann machte ich mich auf, um auf den Berg zu steigen, doch auf halber Höhe vernahm ich eine Stimme vom Himmel.
O Muhammad, du bist der Gesandte Allahs und ich bin Gabriel. Ich hob mein Haupt zum Himmel und siehe da, da war Gabriel in der Gestalt eines Mannes und seine Füße berührten den Horizont des Himmels. Und wieder sprach er, O Muhammad, du bist der Gesandte Allahs und ich bin Gabriel. Ohne einen Schritt vorwärts oder rückwärts zu tun, blieb ich stehen und blickte zu ihm. Dann begann ich, mein Gesicht von ihm abzuwenden und über den Horizont schweifen zu lassen. Doch in welche Richtung ich auch blickte, immer sah ich ihn in der gleichen Weise. Den Blick auf ihn gerichtet, verharrte ich, ohne mich von der Stelle zu rühren. Khadija oder Khadija, wie wir es im Deutschen betonen, sandte inzwischen ihre Boten aus, um nach mir zu suchen, seine Frau. Doch kehrten sie erfolglos zu ihr zurück, nachdem sie bis oberhalb von Mekka gelangt waren. Schließlich wich die Erscheinung von mir und ich machte mich auf den Rückweg zu meiner Familie. Ich kam zu Khadija, setzte mich an ihre Seite und schmiegte mich eng an sie. Bei Allah, ich habe nie etwas mehr gehasst als die heidnischen Wahrsager, aber jetzt fürchte ich, selber ein solcher zu sein, denn ich sehe Lichter und höre Stimmen. Soweit die Selbstdarstellung. 3 Jahre lang glaubte Muhammad, Zitat, was du am Berge Hira gesehen und gehört hast, ist ein Blendwerk des Satans. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder hat Muhammad sich diese Geschichte ausgedacht, dann ist er ein Dichter, oder aber es war eine echte Vision. Von der Echtheit der Vision sind alle Muslime überzeugt. Und davon bin auch ich überzeugt, deute aber diese Vision anders als die Muslime, dies später. Schon als Kleinkind war Muhammad, so die Überlieferung Ibn Ishaqs, seines Biografen, von 2 Geistern überfallen worden. Ich zitiere aus dieser Biografie. Muhammad wurde 2 Jahre lang von einer Amme nahe Mekka aufgezogen. Einige Monate nach der Entwöhnung, so berichtet seine Amme, zitiere, als er, also Mohammed, hinter unserem Haus mit seinem Bruder beim Vieh war, mit dem Bruder meint sie ihren leiblichen Sohn, kam dieser eilig zu uns, also zu seiner Mutter und seinem Vater, und sagte, 2 weißgekleidete Männer haben meinen Bruder Mohammed ergriffen und zu Boden gestreckt und ihm den Leib aufgeschnitten und darin herumgewühlt. Ich lief zu seinem Vater, sie meint also ihren Mann, und als wir zu ihm kamen und ihn ganz entstellt fanden, nahten wir uns ihm und fragten, was ihm widerfahren sei. Er antwortete, es sind 2 weiß gekleidete Männer auf mich zugekommen und haben mich hingestreckt und meinen Leib gespalten und etwas darin gesucht, ich weiß nicht was. Wir brachten ihn zum Zelt zurück und mein Mann sprach zu mir, ich fürchte, ein böser Geist ist in den Knaben gefahren. Gib ihn seiner Familie zurück, bevor er sich offen an ihm zeigt. Soweit Zitat. Diese Spaltung der Brust Mohammeds wird seit dem 8. Jahrhundert und von allen seinen Biografen und in den Hadith-Sammlungen, also in der Überlieferung, weitergegeben, als echt verteidigt und im Koran festgeschrieben. Was ist von dem Urteil Al-Arifs, des Mannes der Amme, zu halten? Waren böse Geister in Mohammed eingefahren? War Mohammed seit seinem 3. Lebensjahr besessen? Dass Kinder besessen sein können, ist im Evangelium bezeugt. Markus berichtet im 9. Kapitel, zitiere, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der von einem stummen Geist besessen ist. Er packt ihn bald da, bald dort und zerrt ihn hin und her. Dabei kommt ihm der Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und liegt in Erstarrung.
Sie brachten ihn zu ihm, also zu Jesus, und sobald er, der Dämon, ihn, Jesus, sah, schüttelte ihn der Geist. Er stürzte zu Boden und wälzte sich schäumend. Da fragte er, also Jesus, dessen Vater, wie lange ist es schon her, dass ihm das widerfährt? Von Kindheit an, erwiderte der Vater. Kinderbesessenheit ist in der Geschichte des Exorzismus seit dem 4. Jahrhundert zuverlässig dokumentiert. Diese frühe Besessenheit reift still heran und wird deshalb in der Regel nicht leicht entdeckt. Um Besessenheit handelt es sich dann, wenn ein oder mehrere Dämonen den Körper eines Menschen, nicht seine Seele, in Besitz nehmen und so über ihn verfügen, als sei er ihr eigener. Sie fahren den Sinnen wahrnehmbar ein und aus. Besessene, deren Herz von Dämonen in Besitz genommen wird, berichten, dass sie beim Einfahren eines Dämons einen stechenden Schmerz verspüren, so als wenn ihr Herz gespalten würde. So hat es auch Mohammed beschrieben. Es gibt unschuldige Besessenheit. Dann, wenn zum Beispiel Dämonen durch Verwünschungen herbeigerufen werden. Und es gibt die schuldhafte Besessenheit, wenn zum Beispiel ein Blutsbündnis mit Satan oder eine Weihe an ihn vollzogen wird. Den heidnischen Arabern war das Phänomen der Besessenheit bekannt. Deshalb beurteilt Alarik die Erscheinung der beiden Männer, die Mohammeds Brust gespalten und sein Herz in Besitz genommen hatten, als das Einfahren böser Geister. Und Alarik drängt seine Frau, das Kind seiner Mutter, nach Mekka zurückzubringen, bevor sich die Besessenheit offen an ihm zeige. Die Amme gehorcht. Und auch die Mutter Mohammeds fragt, besorgt, so ist es in der Biografie überliefert, hast du Angst um ihn vor dem bösen Geist? Mohammed blieb unauffällig bis zu seinem 40. Lebensjahr, bis zu seiner Begegnung mit dem Geist, der sich Gabriel nannte, in der Höhle bei Mekka. Der Biograf berichtet, zitiere, nachdem Mohammed am Berge Hira die Offenbarung zuteil geworden war, blieb sie lange Zeit aus, 3 Jahre. Und Mohammed sah Gabriel nicht mehr. Darüber verfiel er in Großtraurigkeit, sodass er sich mit dem Gedanken trug, sich entweder vom Berge Hira oder vom Berge Tabir aus in die Tiefe zu stürzen. Da er eben daran war, dies zu tun, hörte er eine Stimme vom Himmel. Von ihr betäubt blieb er stehen und blickte empor. Und da sah er Gabriel nach 3 Jahren. Und Gabriel bringt ihm folgenden Koranvers. Zitiere. Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, bei dem hellen Tag und bei der finsteren Nacht, dein Herr hat dich nicht verlassen, auch hasst er dich nicht. Wahrlich, das zukünftige Leben wird besser für dich sein als das gegenwärtige. Und dein Herr wird dir eine Belohnung geben, womit du vollkommen zufrieden sein wirst. Mohammed überliefert dieses Erlebnis selber. Als ich auf dem Weg war, hörte ich plötzlich vom Himmel her eine Stimme. Ich schaute empor und da war er wieder, der Engel, der damals von Hira zu mir gekommen war. Er saß auf einem Thron zwischen Himmel und Erde. Erschrocken eilte ich heim und rief, deckt mich zu. Da offenbarte Allah die Worte, du Verhüllter, steh auf und warne, und deinen Herrn verherrliche und dein Gewand reinige und den Greuel fliehe. Soweit Zitat. Entsetzen, Ratlosigkeit, Depressionen und Suizidgedanken gehören zu den Hauptmerkmalen einer Besessenheit. Das Evangelium berichtet von dem besessenen Knaben, der, so heißt es, bald ins Wasser, bald ins Feuer fiel. Matthäus 17,15. Das heißt, von einem Dämon zum Selbstmord getrieben wurde.
Die Geschichte des Exorzismus berichtet, dass alle Besessenen getrieben werden von der Angst, verdammt zu sein. Sie versuchen, ins Wasser zu gehen, Gift zu nehmen, sich zu erhängen, von Felsen in die Tiefe zu stürzen, sich auf alle mögliche Art das Leben zu nehmen. Die Erscheinung am Berge Hira hatte sich Mohammed als Gabriel vorgestellt. Im Auftrag Allahs hatte er ihm den Koran überbracht und ihn gezwungen, als Gesandter Allahs aus dem Koran zu rezitieren. Gabriel war derselbe Geist, der von Mohammeds Herzen Besitz ergriffen hatte, als er noch ein Kind war. Der Hadith überliefert, zitiere, während der Prophet mit dem Knaben spielte, also mit seinem sogenannten Milchbruder, kam Gabriel zu ihm, legte ihn auf die Erde nieder, spaltete sein Herz, nahm einen Klumpen heraus und sagte zu Mohammed, das ist der Anteil Satans an dir. Ich zitiere nur aus islamischen Quellen. Am Hira senkt also Gabriel den Koran in Mohammeds Herz. Ich zitiere, ich erwachte von meinem Schlaf und es war mir, als wäre in mein Herz eine Schrift eingeschrieben worden. Mohammed sieht Gabriel auf einem Thron zwischen Himmel und Erde. Seine Stimme ist so eindringlich, dass Mohammed von ihr betäubt stehen bleibt und Gabriel verteidigt als einen, der starke Kräfte hat, der Macht besitzt. Allah bestätigt in seiner Koranoffenbarung, dass Mohammed unter seinem und Gabriels Schutz steht. Das heißt in der Sure 66, Vers 5, verbündet ihr euch wieder dem Propheten, so sind seine Schützer Allah und Gabriel. Gabriel kommt Mohammed in allen Nöten und Bedrängnissen zu Hilfe. Er warnt ihn, verhilft ihn zum Sieg in seinen Schlachten und übt Rache für ihn. Ich zitiere. Gabriel kam einst zu Mohammed und sagte ihm, es setzt sich ein dunkelfarbiger Mann zu dir mit fliegenden Haaren, dunkelroten Wangen, roten Augen, die wie zwei kupferne Kessel aussehen. Sein Herz ist härter als das eines Esels. Er hinterbringt deine Worte den Heuchlern. Nimm dich in Acht vor ihm. Soweit Zitat. Als die Stammesgenossen Mohammed durch Mord beseitigen wollen, warnt ihn Gabriel. Bring diese Nacht nicht auf dem Bette zu, auf dem du gewöhnlich schläfst. Es gibt viele Beispiele dieser Art. Wer ist Gabriel? Wie heißt du? Fragt Jesus den Dämon in dem Besessenen von Gerasa. Legion ist mein Name, denn wir sind viele, ist die Antwort in der Bibel. In jedem Besessenen spielen die Dämonen, oft handelt es sich um Mehrfachbesessenheit, eine bestimmte Rolle, die sie mit ihrem Namen andeuten. Die Legion ist eine römische Heereseinheit. Der Dämon sagt also mit seinem Namen aus, dass er der Oberbefehlshaber vieler anderer Dämonen ist. Dämonen nennen sich in dem Besessenen Kain und sagen damit, dass sie die Aufgabe haben, den Besessenen ruhelos umherzutreiben, wie Kain, nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hatte. Dämonen nennen sich Beelzebul und erklären, dazu bestimmt zu sein, Besessene von Geburt an in Besitz zu nehmen. Der bekannteste deutsche Exorzist Rodewig berichtet, dass Beelzebul aus den von ihm exorzierten Besessenen erklärt habe, ich sollte einst den Menschen die Menschwerdung verkünden, die Menschwerdung Jesu. Aber das wollte ich nicht. Nach dem Sturz Beelzebuls übernahm der Erzengel Gabriel die Aufgabe als Engel der Menschwerdung, als Engel der Verkündigung. Der Menschwerdung der zweiten göttlichen Person, Jesus Christus. Er wurde als Bote von Gott zu Maria gesandt,
siehe, du sollst empfangen und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Jesus ist der einzige Name, in dem die Menschen Rettung, das ewige Heil erlangen können. Dämonen spielen die Rolle desjenigen, dessen Namen sie sich zulegen. Ihr Name ist Inhalt ihrer Offenbarung. Der Geist, der Muhammad erscheint, nennt sich Gabriel und Bote Allahs. Ist dieser Gabriel Beelzebul, der gefallene Engel der Menschwerdung, der nur eine Aufgabe zu erfüllen hat, nämlich Jesus die Göttlichkeit abzusprechen und zu verkünden, als Bote Allahs, zitiere den Koran, die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes. So etwas wagen sie offen auszusprechen, diese gottverfluchten Leute. Allah schlage sie tot. Das ist der Koran. Das ist die Botschaft des Koran, das ist die Botschaft des Antichristen, das ist die Botschaft Satans. Der Erzengel Gabriel verkündet die Menschwerdung Gottes. Der Geist Gabriel verkündet, Jesus ist nicht Gott, sondern, so der Koran, ein Geschöpf Allahs. Ich zitiere, mit Jesus ist es vor Allah wie mit Adam. Er, Allah, schuf ihn aus Erde. Nach dem Koran hat Allah Jesus aus Erde erschaffen. Das ist die Botschaft des Antichristen. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der da leugnet, dass Jesus Gott ist. Schon Jahrhunderte vor dem Auftreten Mohammeds wurde Allah neben vielen anderen Stammesgöttern auf der arabischen Halbinsel, dem heutigen Saudi-Arabien, verehrt. Er war der allen arabischen Stämmen gemeinsame Herr der Götter. Alljährlich pilgerten die Araber zum Hause Allahs, zu Kaaba in Mekka, schon Jahrhunderte vor Mohammed, um ihm Tier- und Menschenopfer darzubringen. Auch Allat, der Herrin der Götter, und Alusa, seiner Tochter, waren Opfersteine und Tempel gebaut. In seinen Offenbarungen an Mohammed legt Allah sich 99 Ehrentitel zu. Die 99 schönsten Namen, unter denen er sein Wesen und seine Eigenschaften verrät. Er nennt sich zum Beispiel der absolute Herrscher, der in seinem Reich tut, was ihm gefällt. Er nennt sich der, der seine Offenbarungen selber bestätigt. Es gibt keinen Gott außer mir. Er nennt sich der Große, der Gepriesene. Er nennt sich Herr der Welt, Herr des Thrones und der Macht, Herr des Lichtes und der Leitung, der Allmächtige. Schon vor der Erschaffung der Erde, so die Bibel, hatte sich Luzifer, der oberste der Engel, in maßlosem Stolz als Herr des Thrones, so das Alte Testament, gegen Gott erhoben. Ich ersteige den Himmel, Zitat, dort stelle ich meinen Thron auf über den Sternen Gottes. Ich steige weit über die Wolken hinauf, um dem Höchsten gleich zu sein. Luzifer war der Lichtträger. Er sollte das Licht Gottes zu den Menschen tragen. Luzifer wurde Satan. Aus dem Besessenen sprechen die Dämonen von Luzifer als dem Allmächtigen, der über den Dingen steht. Und Gabriel nennt ihn seinen Herrn, dem er gehorchen muss. Luzifer will herrschen. Er bleibt auch nach dem Sündenfall in seiner Führungsposition. Er gibt Befehle, weist den Dämonen Aufgaben zu, schickt sie als seine Boten zu den Menschen. Im 7. Jahrhundert sandte er den Dämon Gabriel zu Mohammed, um mit ihm
das Reich Satans in der Welt zu stärken und das Reich Gottes an seiner Ausbreitung zu behindern. Im Jahre 1664 erscheint Allah einem 14-jährigen Mädchen in Venedig und offenbart sich als Oberster der Götter. Wenn es ihm gefallen wolle, dann müsse es glauben, dieses Mädchen, dass es keinen anderen Gott gäbe als ihm. Und es dürfe nicht länger an die Dogmen des Christentums glauben. Nur ein Beispiel aus der Geschichte des Exorzismus. Gegenüber dem Exorzisten Rodewig erklärt Luzifer aus der besessenen Magda, einer bekanntesten Fälle, ein Pseudonym, zitiere, in allen Fällen, die weitergreifen als auf das persönliche Leben desjenigen, um den es sich handelt, also der besessen ist, werde ich die Türen öffnen und schließen. Nachdem Mohammeds Eitelkeit über seine Angst gesiegt hatte und er unter dem Einfluss seiner Frau Khadija bereit war, die Sendung Allahs anzunehmen und als sein Gesandter den Koran, die Buchoffenbarung, vorzutragen, häufen sich die Erscheinungen Gabriels. Sie überkommen Mohammed, wo immer er sich befindet. Und alle sind mit den bei einer Besessenheit charakteristischen körperlichen Zuständen verbunden. Ibn Ishaq, der Biograf, berichtet von Aisha, der späteren Lieblingsfrau Mohammeds, zitiere, da Mohammed eines Tages wieder eine Offenbarung empfing, sah ich, wie ihm der Schweiß von der Stirn rann, obwohl es ein sehr kalter Tag war. Mohammed hatte während der Offenbarung körperliche Schmerzen zu leiden. Er pflegte dann, die Lippen zu bewegen. Wenn er eine Offenbarung empfing, empfand er Schmerzen und sein Gesicht verfärbte sich. Es wird auch erzählt, dass er durch eine geheimnisvolle Macht zu Boden geworfen wurde und eine Zeit lang wie ein Betrunkener dalag. Soweit die Biografie. Aisha überliefert einen Anfall, der sich einstellte, nachdem sie verdächtigt worden war, ihren Mann hintergangen zu haben. Ich zitiere. Mohammed war noch nicht aufgestanden, als ihn, wie gewöhnlich, eine Ohnmacht überfiel. Er wurde in sein Gewand gehüllt und man legte ein Lederkissen unter sein Haupt. Die arabischen Wahrsager pflegten sich bei ihren Visionen zu verhüllen. Weiter Zitat. Endlich kam Mohammed zu sich. Er setzte sich aufrecht und der Schweiß rann wie Perlen von ihm herab. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und sagte, empfange frohe Botschaft, Aisha, Allah hat deine Unschuld geoffenbart. Schweißausbrüche, zu Boden stürzen, Bewusstlosigkeit, Schmerzen und ein veränderter Gesichtsausdruck sind charakteristische Merkmale einer Besessenheit. Ein Zeitgenosse befragt Mohammed zu seinen Visionen. Prophet Allahs, wie ist das, wenn du eine Offenbarung erhältst? Mohammed antwortet, ich höre ein Getöse. Und bei diesem Getöse werde ich von einem Schlag getroffen. Niemals kommt die Offenbarung zu mir, ohne dass ich glaube, meine Seele würde von mir genommen. Die Offenbarung kommt in zweierlei Weise zu mir. Gabriel besucht mich und teilt mir mit, wie ein Mann zum anderen redet. Aber was er redet, verschwindet mir dann. Daran erinnert er sich also nicht. Oder er kommt zu mir mit einem Getöse wie von einer Glocke, sodass mein Herz verwirrt wird. Was er mir so offenbart, verschwindet mir nicht. Aus der Geschichte des Exorzismus ist bekannt, dass Wahrnehmungen während eines Besessenheitsanfalls entweder der Amnesie verfallen, das heißt also der Besessene erinnert sich nicht, oder sie werden bei vollem Bewusstsein erlebt. Besessenheitsanfälle verlaufen als tiefe Krisen oder als flache, aus denen die Besessenen schnell wieder zu sich kommen.
Anstelle eines Anfalls werden auch einfache Benommenheitszustände beobachtet. In einzelnen Fällen überkommen die Besessenen während eines Anfalls Ekstasen, die sich in verklärten Gesichtern und strahlenden Augen zeigen. Von Mohammed ist überliefert, zitiere, dass er ein Gesicht hatte wie ein Stück Mond, also glänzend wie der Mond. Bei den Ekstasen ziehen die Dämonen die Aufmerksamkeit eines Menschen so stark an sich, dass der Körper in einen todesähnlichen Zustand gerät. Die Lebensfunktionen auf ein Mindestmaß herabsinken, die Lebenswärme schwindet und die Glieder erstarren. Das Erlebnis kann so heftig sein, als würde die Seele vom Leib getrennt, während ihr außernatürliche Erfahrungen vermittelt werden. Auch Mohammed berichtet, niemals kommt die Offenbarung zu mir, ohne dass ich glaube, meine Seele würde von mir genommen. Die Zeitgenossen deuten die Anfälle Mohammeds als Besessenheit. Sie bieten ihre Hilfe an. Zitat: Wenn du glaubst, dass du von einem Geist besessen bist, der immer zu dir kommt, so werden wir unser ganzes Vermögen für dich aufwenden, um dir eine Arznei zu suchen, die dich von ihm befreit. Mohammed lehnt dieses Angebot als Zumutung ab. Wurde er als Kind offenbar unschuldig von Dämonen überfallen, so liefert er sich ihnen als Erwachsener mit vollem Willen aus. Konnten sich die Dämonen zunächst nur in den Körper des Kindes einnisten, so nehmen sie später Mohammeds Seele in Besitz. Mohammed unterwirft sich ihnen, vollzieht die Weihe an Allah und übergibt ihm seine Seele bis zum Tod. Von Medina aus führt Mohammed seine Anhänger nach Mekka, damit auch sie sich in der Kaaba Allah weihen. Und für alle Zeit ist jeder Muslim verpflichtet, einmal in seinem Leben nach Mekka zu pilgern, um seine Totalhingabe an Allah zu vollziehen. Wenn er selber nicht nach Mekka reisen kann, aus irgendwelchen Gründen, muss er sich vertreten lassen. Bis heute bekunden die Mekka-Pilger ihre Auslieferung an Allah, wenn sie nach dem Vorbild Mohammeds während der kultischen Umkreisung des schwarzen Steines, dem Sitz Allahs, im Chor rufen, ich stehe dir zur Verfügung. Ibn Ishaq, der Biograf Mohammeds, berichtet, zitiere, Mohammed wandte sich mit ganzem Herzen seinem Herrn zu und rief, und so taten es die Muslime hinter ihm, dir zu Diensten, Allah, dir zu Diensten, dir zu Diensten. Du hast keinen Teilhaber, das heißt, du hast keinen Sohn. Das Lob und die Gunstbezeigung und der Dank gebühren dir. Dir zu Diensten. Du hast keinen Teilnehmer, dir zu Diensten. Und bis zu seinem Tod beschwört Mohammed wichtige Unternehmungen mit der feierlichen Formel, bei dem, in dessen Gewalt meine Seele ist. Regelmäßig betet er, O Allah, dir ergebe ich mich, auf dich vertraue ich, zu dir kehre ich bußfertig zurück und dich nehme ich zum Richter. Und seine Anhänger weist er an zu beten, O Allah, ich halte fest an meinem Bund mit dir und an meinem Versprechen an dich. Ich stehe dir zu Diensten. Noch die letzten Worte Mohammeds, so der Biograf, vor seinem Tod, offenbaren seine dämonische Bindung. Aisha, seine Frau, überliefert, zitiere, Mohammed hatte während seiner heftigen Krankheit ein Kleid über sich liegen, mit dem er sich bald das Gesicht bedeckte und das er zuweilen wieder wegzog. Dabei sagte er, Allah töte ein Volk, das die Gräber seiner Propheten zum Bethaus macht. Allahs Fluch
bleibe auf den Juden und Christen, welche die Gräber ihrer Propheten zu Anbetungsstätten gemacht haben. Soweit die Worte Mohammeds vor seinem Tod. Mit dieser Verfluchung der Exorzisten, die an den Gräbern der Märtyrer, die sind gemeint, im Namen Jesu Dämonen zwingen, sich zu bekennen und aus dem Besessenen auszufahren. Die einzige Waffe, die Satan und seinen Dämonen keinen anderen Ausweg lässt, als einen besessenen Menschen freizugeben, ist der Exorzismus im Namen Jesu. Den Exorzismus hatte Mohammed für sich abgelehnt. Mohammed hat noch im Sterben seine Seele Allah übergeben. Wir wissen aus der Bibel, dass Luzifer verflucht, weil er Gott wurde, weil er Gott gleich sein wollte. Zusammen mit seinen Dämonen wurde er auf die Erde gestürzt. Seit Erschaffung des Menschen setzen die bösen Geister all ihre Fähigkeiten ein, um die Menschen mitzureißen in die Verdammnis. Wer sich Satan und seinem Anhang unterwirft, gehört zu den Verfluchten. Denn, so sagt Thomas von Aquin, es liegt in der Ordnung der göttlichen Gerechtigkeit, dass jemand in der Strafe der Macht dessen unterworfen wird, dessen Einflüsterungen er zugestimmt hat in der Schuld. Weichet ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das dem Teufel bereitet ist und seinen Engeln, sagt Matthäus 25,4. Diese Worte wird der göttliche Richter am jüngsten Tag zu den Verdammten sprechen. Denn, so sagt Petrus in seinem zweiten Brief, von wem jemand überwunden ist, dem wird er als Knecht zugesprochen. Mohammed ließ sich von Satan unter dem Namen Allah überwinden. Er liefert sich ihm aus, unterwirft sich ihm und lässt sich als sein Gesandter, als Prophet des Islam, der Religion, der Unterwerfung, Islam heißt Unterwerfung unter Allah, in seinen Dienst nehmen. Er wird zum Diener des Verfluchten, der das Ziel hat, alle Menschen zu beherrschen. Wer sich ihm nicht unterwirft, wird verfolgt von Flüchen, Verwünschungen und Todesdrohungen. Mohammed verfluchte die Juden, die Heiden und die Christen. Er verflucht alle Nichtmuslime. Von Besessenen geht eine große Anziehungskraft und Faszination aus, der man sich kaum entziehen kann. Das erleben und bestätigen auch die kritischen Zeitgenossen von Mohammed. Und deshalb warnen sie vor ihm. Ich zitiere aus dem Koran. Er leidet an Besessenheit. Ihr folgt einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Wenn ihr mit Mohammed auch nur einen Tag lang diskutiert und streitet, wird er euch besiegen. So der Koran. Wer sich mit Mohammed einlässt, ist ihm verfallen. Seine Anhänger schwören, ich zitiere, ich gebe mein Gut und mein Leben für den Gesandten Allahs hin. Wir folgen ihm und keiner steht so hoch bei uns als er. Er ist uns eine Flamme in der Dunkelheit der Nacht. Die Männer huldigen Mohammed und schwören, für ihn in den Tod zu gehen. Sie decken ihn im Kampf als lebende Schilder. Und Frauen schwören Mohammed Gehorsam und Verehrung in Not und Wohlstand bei Freud und Leid. Als Mohammed in einer Schlacht von einem Stein getroffen und im Gesicht leicht verletzt wird, zog, so heißt es in der Biografie, Malik das Blut aus seinem Gesicht und verschlang es. Er galt als der von Allah autorisierte Schiedsrichter, als letzte Entscheidungsinstanz bei Streitigkeiten. Die Mediner brachten ihm ihre Neugeborenen, damit er ihnen in den Mund spucke und sein Speichel die erste Nahrung sei. Um Anteil an ihm zu haben, bestrichen sich die Muslime ihre Haut mit dem Auswurf Mohammeds. Sie tranken sein Wasser, womit er seine Waschungen vollzog. Sie sammelten seine Haare,
um sie als Amulett zu tragen. Und Mohammed lässt sich diesem Personenkult gern gefallen. Mit ausgeprägtem Erwählungsbewusstsein behauptet er von sich: Ich bin der Liebling Allahs, der Ehrwürdigste unter den Ersten und den Letzten. Wer mir Gehorsam leistet, der leistet in Wirklichkeit Gehorsam gegenüber Allah. Und wer mir Ungehorsam leistet, der leistet in Wirklichkeit Ungehorsam gegenüber Allah. Ich werde unter den Menschen am Tage der Auferstehung eine führende Rolle einnehmen. Ich werde der Erste sein, der auferweckt wird. In 6 Beziehungen wurde mir eine höhere Stellung als den anderen Propheten gewährt. Mir wurde die Sprachreinheit und Beredsamkeit gegeben. Ich siegte durch Entsetzen über die Feinde. Mir wurde Beute zu machen erlaubt. Die ganze Erde wurde mir wie eine Moschee und reine Anbetungsstätte überlassen. Zu allen Menschen wurde ich gesandt und die Propheten wurden durch mich wie durch ein Siegel bestätigt. Das heißt, ich bin der letzte Prophet und nach mir kommt keiner mehr. Nach dem Koran werden mit dem Paradies belohnt, die an den Islam glauben und für seine Ausbreitung im Heiligen Krieg im Dschihad gekämpft haben. Das Ziel des ersten Dschihads Mohammeds war es, Beute zu machen, mit der Allah sein Versprechen erfüllte, das er zu Beginn seiner Sendung Mohammed gegeben hatte. Zitiere: Wahrlich, das zukünftige Leben wird besser für dich sein als das gegenwärtige und dein Herr wird dir eine Belohnung geben, womit du vollkommen zufrieden sein wirst. Die Geschenke Allahs sind Reichtum, Ehre, Ansehen, Macht und Herrschaft in dieser Welt. Der Prophet war uns ein treuer Helfer, sagt Ibn Ishaq. Durch ihn erheben wir uns über alle Geschöpfe. Folgt Mohammed, in Wahrheit, ihr werdet an Ansehen gewinnen und die höchste Ehre dieser Welt erreichen. Mohammed hat uns versprochen, dass wir die Schätze Persiens und Roms aufessen. Und der Biograf berichtet: Einst gingen mehrere Kaufleute nach Syrien, welche viel Silber mit sich führten, was den Hauptgegenstand ihres Handels ausmachte. Mohammed sandte Said gegen sie. Die ganze Ladung mit den Lasttieren fiel in seine Hand und die Männer, die dabei waren, entkamen, aber er brachte seine Beute vor Mohammed. Mohammed hörte, dass Abu Sufyan mit einer großen Karawane der Kurayschiten, das ist der Stamm Mohammeds, welche viele Güter mit sich führten, aus Syrien zurückkehre. Es waren 30 bis 40 Männer dabei. Mohammed befahl seinen Leuten: Zieht ihr entgegen, vielleicht wird sie euch Allah als Beute schenken. Abu Sufyan hatte von Reitern aus Medina erfahren, dass Mohammed zum Überfall aufgerufen hatte. Er schickte einen Boten nach Mekka, um Hilfe zu holen. Als Mohammed dies erfährt, erklärt er den Mekkanern den Krieg. Nachdem Mohammed durch seine Raubüberfälle auf Karawanen genügend Mittel erbeutet hatte, um Kriege führen zu können, erlaubt Allah zunächst den Kampf gegen die Nichtmuslime, um ihn dann später vorzuschreiben, so sagt der Koran, vorgeschrieben ist euch der Kampf. Der Heilige Krieg wird im Namen und mit Hilfe Allahs geführt, steht unter seinem Schutz und hat den Zweck, alle, die den Islam nicht annehmen, mit militärischer Gewalt zu unterwerfen oder zu töten. Das heißt im Koran: Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, damit sind immer die Nichtmuslime gemeint, dann herunter mit ihrem Haupt. Sure 47, Vers 4. Und weiter: Der Lohn derer, die sich gegen Allah und seinen Gesandten empören und sich bestreben, nur Verderben auf der Erde anzurichten, wird sein, dass sie getötet oder gekreuzigt oder ihnen die Hände und Füße an entgegengesetzten Seiten abgehauen, oder dass sie aus dem Lande verjagt werden. Das ist der Koran.
Seit Mohammeds Schlachten hat der Heilige Krieg Ströme vom Blut vergossen. Sein Losungswort ist Töte, töte. Zitiere, wenn unsere Führer uns zurufen, bereitet euch zum Kampf vor, so die Soldaten Mohammeds, so vertrauen wir auf den Herrn der Menschen, Allah, und sagen, nichts kann uns helfen als der heilige Krieg, in welchem wir Häupter abschlagen. Du siehst unter den ansässigen und wandernden Stämmen, den Beduinen, keinen furchtbareren im Kriege als uns, damit wir deinen Glauben verherrlichen, o Allah. Wir sind in deiner Hand, führe uns den Pfad des Rechten. Du siehst über keinem Sterbenden ein Auge mit Tränen benetzt. Zu weinen war verboten. Wir sind Söhne des Krieges. Wir sind einer Flamme gleich, deren Hitze die Menschen fürchten. Wir ließen sie besiegt in ihrem Blut wie in einem Teiche liegen. Sie sind hingestreckt, Raubvögel umschwärmen sie. Wir folgen unserem Propheten und gehorchen unserem Herrn, dem Barmherzigen, der gnädig gegen uns war. Wir kämpfen, solange wir leben, bis ihr euch zum Islam bekehrt und unterwürfig bei uns Zuflucht sucht. Wir kämpfen und kümmern uns nicht, auf wen wir stoßen, ob wir Männer von unbekannter oder von edler Abstammung töten. Wir haben ihnen Ohren und Nasen abgeschnitten. Mit zarten, blanken und indischen Schwertern trieben wir sie mit Gewalt vor uns her für die Sache Allahs und des Islam, bis der reine Glaube aufrecht stand. Wer sich von seinem Glauben nicht abhalten lässt, also von seinem Irrglauben in der Sicht der Muslime, der wird mit Schmach getötet. Da siehst du große Herren mit abgehauenen Köpfen. Von den Händen spricht man nicht, die sind, als wären sie nie geschaffen worden. Wir gehen dem Feind mit einer dunklen, gedrängten Masse entgegen. Allah, der Starke, steht uns mit seiner Kraft in der Stunde des Treffens mit dem Feind bei. Wir folgen dem Befehl unseres Propheten und gehorchen ihm. Fordert er uns zu hartem Kampfe auf, eilen wir herbei und stürzen uns dahin, wo er am heftigsten wütet. So steht uns Allah bei und lässt unsere Macht hervortreten und durch seine Gnade uns solches erlangen. Durch uns ist die Religion Allahs stark geworden. Im Schlachtengetümmel, in dessen Mitte der Feind von uns keinen anderen Ton hörte als den vom gegenseitigen Aneifern und vom Köpfe abschlagen mit einer Klinge, die das Haupt vom Rumpfe fliegen macht, sodass wir die Hälse der Helden damit pflücken. Wie manchen Erschlagenen haben wir hingestreckt liegen gelassen. Wie manche Witwe ruft Wehe um ihren getöteten Gatten. Wir streben nach Allahs Wohlgefallen und nicht nach dem Beifall der Menschen. Soweit aus der Biografie. Die heiligen Kriege Mohammeds sind Eroberungskriege, Beute und Rachefeldzüge. Mohammeds Motive waren Gewinnsucht, Rachsucht, Hass und Machtgier. Er tötete und befahl den Mord, heimtückisch und mit kaltblütiger Berechnung, und setzte alle Mittel ein, um seine Ziele zu erreichen. Lüge, Vertragsbruch, Geiselnahme, Vertreibung, Vergewaltigung, Plünderung, Folter und Terror. Ich betone noch einmal, ich habe ausschließlich islamische Quellen hier studiert. Ich habe die studiert und ihnen hier zitiert. Der Dschihad ist im Koran so lange geboten, bis der Islam die Grenzen der Erde erreicht hat. Sein Ziel ist die Unterwerfung aller Menschen unter den Willen Allahs. Das heißt im Koran, bekämpft sie, bis alle Versuchung aufhört und die Religion Allahs überall verbreitet ist. Koran 8, Vers 40. Rüstet euch mit Macht gegen sie, so gut ihr könnt. 8. Sure 61. Bis zur Verwirklichung der Weltherrschaft des Islam bleibt die Welt aufgeteilt in das Gebiet des Islam und das Gebiet des Krieges, das noch nicht nach den Gesetzen Allahs regiert wird. Der Friede ist erst dann erreicht, wenn alle Nicht-Muslime
alle Christen, Juden und Heiden, ausgerottet sind oder sich dem Islam unterworfen haben. Der Koran sagt, Allah ist es, der seinen Gesandten mit der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand zu verleihen über alle Religionen. Koran 9,33. Mir wurde der Befehl erteilt, auch der Koran, gegen die Menschen so lange zu kämpfen, bis sie sagen, kein Gott ist da außer Allah. Der heilige Krieg des Islam ist der Kampf Satans um seinen Herrschaftsanspruch über die Menschen. Es ist der Kampf der Finsternis gegen das Licht. Der Koran sagt, nicht ihr habt die Ungläubigen getötet, sondern Allah. Satan schreibt die Geschichte seines Islam mit Blut, Terror, Verbrechen. Blut soll vergossen werden, bis der Islam die Weltherrschaft besitzt. Der Dschihad ist die verdienstvollste Tat eines Muslims. Nach dem Hadith wurde Mohammed gefragt, nenne mir eine Tat, die dem Dschihad gleich ist. Der Prophet sagte, eine solche finde ich nicht. Er wurde von einem anderen gefragt, wer ist unter allen Menschen der Beste? Der Gesandte Allahs antwortete, ein Gläubiger, also ein Muslim, der unter Einsatz seines Lebens und Vermögens auf dem Weg Allah, also auf dem Weg der Eroberung, den Dschihad unternimmt. Das Ziel des Weltgottes, des Fürsten dieser Welt, war beim Tode Mohammeds in Arabien erreicht. Allah hatte die Staatsgewalt. Ohne die Islamisierung wäre bald nach dem 7. Jahrhundert ganz Arabien christlich gewesen. 2 Jahre nach der Eroberung Mekkas, im Jahre 632, war die ganze arabische Halbinsel für Allah erobert. 100 Jahre später herrscht der Weltgott über Syrien, Palästina und Jerusalem, den Irak, Persien, heutigen Iran, Ägypten, Nordafrika, Spanien und Südfrankreich. Nur 100 Jahre nach dem Tod Mohammeds. Mohammed selber hat 27 Schlachten als Feldherr angeführt. Insgesamt wurden unter seinem Befehl 66 Kriege geführt. Allah hatte Mohammed Geschenke versprochen, als Lohn für seine Dienste. Herrschaft, Macht und Sexgenuss, so viel er wollte. Ich zitiere aus der Überlieferung. Gabriel kam mit einem Gefäß zu mir und ich aß daraus. Und es wurde mir dadurch die Zeugungskraft von 40 Männern verliehen. Mohammeds Verlangen nach Sex war unersättlich. Täglich vollzog er, nach der Biografie, den sexuellen Verkehr mit seinen 13 Frauen, die er reihum in ihren Häusern besuchte. Der Prophet, heißt es in der Überlieferung, machte gewöhnlich die Runde bei seinen Frauen und besuchte sie alle in einer einzigen Nacht, um dann bei einer nach streng festgelegter Reihenfolge die Nacht zu verbringen. Und selbst auf dem Totenbett verlangt er nach seiner Lieblingsfrau. Ich zitiere, in seiner Todeskrankheit sagte der Prophet Allahs, wo bin ich morgen, also bei welcher Frau? Man sagte zu ihm, bei der Frau X. Und übermorgen bei der Frau Y. Da erkannten seine Gattinnen, dass er ein Verlangen nach Aisha hatte, und sie erklärten daher, Prophet Allahs, eine jede von uns tritt ihren Tag an unsere Schwester Aisha ab. Allah erlaubt jedem Muslim nach dem Koran bis zu 4 Frauen gleichzeitig. Das heißt dort, heiratet, was euch an Frauen beliebt, 2, 3 oder 4. Mohammed dagegen darf mit allen Frauen Sexualverkehr pflegen, die er begehrt. Ich zitiere aus dem Koran. Prophet, wir haben dir deine Gattinnen erlaubt, denen du ihre Morgengabe gegeben hast. Die Morgengabe ist die Absicherung für den Fall der Entlassung der Frau. Und gekaufte Sklavinnen, die zur Beute gehören, welche dir Allah
in den siegreichen Schlachten gegen die Nichtmuslime gegeben hat. Ferner die Töchter deines Mutterbruders und die Töchter deiner Mutterschwestern, welche mit dir nach Medina ausgewandert sind, und jede gläubige Frau, wenn sie sich dem Propheten hingibt, wenn sie der Prophet zur Ehe begehrt. Das ist ein besonderes Vorrecht für dich, das aber nicht auch für die anderen Gläubigen gilt. Koran 33, Vers 50. Um seine Leidenschaft zu befriedigen, vergewaltigte Mohammed das Kind Aisha, heiratet die Frau seines Adoptivsohnes Said und bricht damit nicht nur dessen Ehe, sondern auch das arabische Gesetz, wonach kein Mann die Frau seines Adoptivsohnes heiraten darf. Er übt Geschlechtsverkehr während der Pilgerfahrt und bricht damit das Gesetz des Weihezustands, verfügt über seine Frauen, wie es ihm beliebt, weil Allah ihm die Sondermoral gestattet hat. Ich zitiere aus dem Koran: Du darfst von ihnen zurücksetzen, welche du zurücksetzen willst, und du darfst verkehren mit der, welche du wünschst, auch mit der, nach welcher du verlangst, nachdem du sie verstoßen hast. Das ist für dich keine Sünde. Koran 33, Vers 51. Aisha, die Lieblingsfrau Mohammed, beklagte sich bitter darüber, dass sie mit 9 Jahren von Mohammed vergewaltigt worden war. Sie erzählt: Der Prophet kam in unser Haus. Da kam meine Mutter zu mir. Ich vergnügte mich gerade, indem ich mich auf einer Schaukel hutschte. Die Mutter nahm mich von der Schaukel herunter, ordnete mein Haar und wusch mir das Gesicht. Dann führte sie mich bis zur Tür, blieb mit mir ein wenig stehen und dann brachte man mich hinein. Der Prophet saß auf einem Ruhebett in unserem Hause. Die Mutter setzte mich auf seinen Schoß und sprach: Das ist deine Frau. Mohammed hatte sie bereits geheiratet, als sie 6 Jahre alt war. Jetzt ist sie 9. Allah segne euch, sagt die Mutter. Dann standen alle auf und gingen hinaus. Er aber vollzog an mir die Ehe in meinem Haus. Und kein Kamel und kein Schaf wurde zur Feier dieses Ereignisses geschlachtet. Mit Nachdruck betont Aisha, dass sie noch ein Kind war. Sie sagt: Ich pflegte mit Puppen zu spielen, als ich mit dem Propheten verheiratet wurde. Und ich hatte auch einige Freundinnen, die mit mir spielten. Frauen dienen dem Muslim als Objekt der Lustbefriedigung. Sie haben die Aufgabe, dem Mann zur Verfügung zu stehen, wann immer er will. Eure Frauen, heißt es, sind für euch ein Saatfeld. Geht zu eurem Saatfeld, wo immer ihr wollt. Ermahnt, das ist der Koran, ermahnt diejenigen, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, und entfernt euch von ihnen in den Schlafgemächern und schlagt sie. Wenn sie euch dann gehorchen, wendet nichts weiteres gegen sie an. Koran 4, Vers 34. Weiter. Wenn ein Mann seine Frau in sein Bett ruft, sie aber sich weigert zu kommen, dann werden die Engel sie verfluchen, bis es morgen wird. Oder Hadith. Eine Studie aus den letzten Jahren übrigens beweist, dass 90% der Türken ihre Frauen schlagen. Weiber nichts als Weiber urteilen die zeitgenössischen Juden in Medina. Wäre er wirklich ein Gesandter Gottes, dann würde er doch nicht diese unersättliche Gier nach Frauen haben. Schaut euch diesen Menschen an. Er kann im Genießen niemals genug bekommen. Bei Gott, er kennt nur ein Streben. Weiber, Weiber und wieder Weiber. Und Mohammed bestätigt: Was ich im irdischen Leben ganz besonders liebe, sind Wohlgerüche und Frauen. Mohammed parfümierte sich so stark, dass er schon von Weitem wahrzunehmen war. Seine Haare waren fuchsigrot, so heißt es, aufgrund der Benutzung von wohlriechenden Düften. Und die jüdischen Zeitgenossen messen den unsittlichen Lebenswandel Mohammeds an dem Gebot Gottes: Du sollst nicht Unkeuschheit treiben, du sollst nicht Ehe brechen.
Unkeusch sind alle sexuellen Akte, die nicht durch die von Gott gesetzte Ein-Ehe legitimiert sind. Die Frau ist nach dem Willen Gottes nicht Sexobjekt des Mannes, sondern in ihrer Würde dem Manne ebenbürtig und gleichwertig. Im Islam dagegen ist die Frau Dienerin des Mannes. Die beste Frau, sagt Mohammed, ist die, die ihrem Mann gehorcht, wenn er befiehlt. Scheidung und Wiederverheiratung sind nach göttlichem Willen ausgeschlossen. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Matthäus 19,6. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Lukas 16,18. Nach dem Koran dagegen sind Verstoßung und Scheidung legitim. Die islamische Ehe ist die legalisierte Befriedigung sexueller Begierde. Frauen werden geheiratet, um den Männern als Lustobjekt zur Verfügung zu stehen und um das islamische Weltreich durch Nachkommenschaft zu stärken. Frauen, die keine Kinder gebären können, dürfen nicht geheiratet oder müssen entlassen werden. Mohammed befiehlt: Heiratet Frauen, die liebenswürdig sind und viele Kinder gebären. Ich werde mit eurer Zahl die Völker an Ruhm überbieten. Die islamische Vielweiberei, die Polygamie, ist wieder natürlich und wieder göttlich. Und auch für sie gilt: Täuschet euch nicht. Weder Hurer noch Ehebrecher noch Weichlinge werden das Reich Gottes erlangen. 1. Korinther 6,9. Neben dem Götzendienst und Mord gehören Unkeuschheit und Ehebruch zu den Kapitalsünden gegen Gott. Neben Allah und den Stammesgöttern verehrten die Araber vor allem die drei Göttinnen Alat, Alusa und Manat. Ihre Bedeutung war so groß, dass Mohammed sie ursprünglich in den Koran aufgenommen hat. Alat ist die weibliche Form von Allah und bedeutet Herrin. Alusa bedeutet die starke, gewaltige. Nach der Göttin Manat, der Göttin des Schicksals, nannten sich Araber Ab Manat, das heißt also Diener Manats, oder nach der Göttin Alusa nannten sie sich Abd Alusa, Diener Usas. Alle drei Göttinnen waren einfache, unbehauene Felsblöcke, die als Opferaltäre dienten und mit denen die Göttinnen identifiziert wurden. Dieser Steinkult ist typisch für das arabische Heidentum. Auf diesen Steinaltären brachten die arabischen Heiden ihre Schlachtopfer dar, Tier- und Menschenopfer. Der Göttin Al-Uzza, so wird überliefert, aus deren Tempel die Stimme eines Geistes sprach, opferten die Araber zum Beispiel noch zur Zeit Mohammeds 400 gefangene Ordensfrauen. Das Blut der geopferten Tiere strichen sie auf die Steinaltäre als äußeres Zeichen ihres Bundes mit der Gottheit. Das restliche Blut floss in eine Höhle unterhalb der Opfersteine, in die auch die Weihegeschenke geworfen wurden. Kleider, Juwelen, Silber, Gold und Weihrauch. Das ausgeblutete Fleisch wurde gegessen. Dieser heidnische Steinkult ist den Muslimen für alle Zeit mit der Verehrung des schwarzen Steines in der Kaaba Mekkas zur Pflicht gemacht. Der schwarze Stein ist der Sitz Allahs. Ihm zu Ehren werden auch heute noch Tieropfer dargebracht. Mohammed hat die Überzeugung, dass die Kaaba, das Haus Allahs, sei niemals aufgegeben. Der von ihm verkündete Allah ist der Herr der Kaaba, der Götze seiner Vorfahren. Und deshalb gebietet Mohammed allen Muslimen, ihre Gebete in Richtung des schwarzen Steines auszurichten und einmal in ihrem Leben die Pilgerfahrt nach Mekka. Mohammed schaffte die kleinen Stammesgötter ab. Sein Biograf berichtet, der Prophet zog in Mekka ein, als um die Kaaba 360 Götzenfiguren herumstanden. Er fing an, auf diese mit einem Ast in seiner Hand einzustechen. Die kleinen Götter mussten abtreten,
Im Islam herrscht Allah allein. Weil es Mohammed nur unter diesem einen Herrscher gelingen konnte, die zerstrittenen arabischen Stämme zu einen und aus ihnen die schlagkräftige islamische Gemeinschaft zu schaffen, die den Auftrag hat, die Welt für Allah zu erobern. Um den heidnischen Arabern zu beweisen, dass sein Allah der Vorfahren ist, lud Mohammed sie zum Beispiel ein, mit ihm gemeinsam eine Wallfahrt nach Mekka zu unternehmen. Es heißt in der Überlieferung, Mohammed rief die Leute zur Wallfahrt auf und bat die nicht-muslimischen Stämme, mit ihm auszuziehen. Geblieben ist das Schlachtopfer nach dem Befehl Mohammeds. Schlachten wir unsere Opfertiere, wer dies tut, der befolgt unsere Gepflogenheit und unser Vorbild. Und für alle Zeiten ist festgelegt, dass Muslime das Opferfest an dem Tag feiern, an dem die Pilger in Mekka ihre Tieropfer darbringen. Nur mit ausdrücklicher Hinwendung zu Allah und mit der Weihe an ihn ist das Ritual des Tieropfers gültig. Um den Bund mit Allah zu festigen, umkreisen die Muslime die Kaaba, das heißt, sie vollziehen den heiligen Reigen um den heiligen Stein und küssen ihn als Zeichen der Anbetung und in der Vorstellung, Allah nehme ihre Sünden auf. Sie pressen sich an die Wand der Kaaba und klammern sich an ihre Decke, um in engste Beziehung mit Allah zu treten, wenn sie ihre Weihe an ihn vollziehen, laut das Gelübde rufend, ich stehe dir zur Verfügung. Der Islam ist eine heidnische Religion unter dem Götzen Allah. Und ich möchte zum Schluss das Urteil von bekennenden Christen früherer Jahrhunderte noch einmal kurz wiederholen. Sie bezeugen, dass der Islam der Glaube des Tieres ist, der Vorläufer des Antichristen, eine gottlose und frevelhafte Irrlehre, Abschaum aller Häresien, verabscheuungswürdig, der größte aller Irrtümer, gottlos und ein tödlicher Virus, eine verderbliche Lehre, deren Hauptabsicht darin besteht, den Glauben an den wahren Gottmenschen Christus, den Schöpfer und Erlöser des Menschengeschlechtes, zu verhindern. Wer davon überzeugt ist, dass diese Urteile, diese Zeugnisse bekennender Christen, die von Hunderttausenden mit dem Blut besiegelt wurden, richtig sind, der soll bitte diese Überzeugung an andere weitergeben und darin eine heilige Verpflichtung sehen. Der soll sich das Büchlein, in dem er noch einmal alles nachlesen kann und noch mehr, und das ich zum Selbstkostenpreis anbiete, mit nach Hause nehmen, der Prophet Allahs oder das rote Büchlein geführt von Dämonen. Herzlichen Dank einem jeden von Ihnen, der das Schriftenapostolat ernst nimmt, denn das Weitergeben guter Schriften ist ein Apostolat, der den Missionsauftrag unseres Heilandes ernst nimmt und sich in die Pflicht nehmen lässt. Denn, so sagt Thomas von Aquin, und damit möchte ich enden, die größte Wohltat, die man einem Menschen erweisen kann, besteht darin, dass man ihn vom Irrtum zur Wahrheit führt. Herzlichen Dank.